Servus und herzlich willkommen zur Matago-Probematura für das Jahr 22 und zwar für die BHS. Ich muss gleich vorweg zwei Sachen klarstellen. Zum einen, das, was hier jetzt in der Probematura vorkommt, hat nichts damit zu tun, was tatsächlich dann im Mai zur Matura kommen wird. Ich habe keine Einsicht, leider, in das, was im Mai kommen wird. Also ich weiß nicht, welche Beispiele dann tatsächlich irgendwie verwendet werden. Das heißt, das sind frei erfundene Aufgaben von mir. Und damit auch gleich die zweite Warnung. Es kann sein, dass einigen von euch die Probematura wie auch schon die Jahre davor etwas schwerer erscheint, also quasi schwerer als das, was man sonst vom Ministerium vielleicht gewohnt ist. Das liegt einerseits daran, dass wir keinen Kindergeburtstag feiern, sondern eben Probematura haben. Und zum anderen aber auch daran, dass ich versuche, Fragen zu stellen oder ein Thema abzuprüfen in einer Art und Weise, wie es bis jetzt noch nicht geschehen ist. Mit dem Hintergedanken, um euch sozusagen so ein bisschen den Horizont zu erweitern, auch über den Tellerrand darüber hinauszuschauen und natürlich auch darauf vorzubereiten, falls es dann irgendwann einmal doch in der Art und Weise dann gefragt werden sollte, dass ihr sozusagen schon mal ein Übungsbeispiel dazu hattet. Also nicht wundern, wenn die Probematura vielleicht nicht ganz so grandios läuft, ja, das ist durchaus okay, weil eben, wie gesagt, einiges dabei ist, was so vielleicht eher selten oder noch gar nicht gesehen wurde. Nicht jetzt vom Inhaltlichen her, also der Stoff ist Maturastoff sowieso, aber die Art und Weise, wie danach gefragt wurde vielleicht. Ja. Einfach weil natürlich auch bei der Matura, die Zentralmatura, sind immer wieder Aufgaben dabei, wo gewisse Kreativität dann dahinter gesteckt hat und die versuchen natürlich auch immer wieder auch was Neues unterzubringen. Von der Art und Weise, wie könnte man ein Thema noch abprüfen in irgendeiner Form. Und deshalb versuche ich das natürlich auch, um hier natürlich für irgendwelche Eventualitäten dann doch auch bereit zu sein. Und es war auch schon so, dass das durchaus etwas, was ich 2020 oder 2021 vielleicht einmal bei der Probematura gegeben habe, die Art und Weise der Fragestellung vielleicht dann doch auch irgendwann einmal gekommen ist. Ist jetzt nicht bei jeder Aufgabe so, so ist es nicht und es ist auch nicht jede Aufgabe so, dass man sie noch nie gesehen haben könnte, aber es sind halt schon ein paar Aufgaben dabei, wo man ein bisschen mehr nachdenken muss, gegebenenfalls als bei anderen Beispielen, die man halt schon regelmäßig häufiger gesehen hat bei der Matura. Das nur vorweg. Wir starten jetzt, schauen uns an, worum es denn überhaupt geht. Was haben wir denn hier alles gegeben? Wir haben fünf Aufgaben, insgesamt 24 Punkte. Und die erste bezieht sich mal auf das Thema Fliegen bzw. Flughafen und dann auch über den Wolken selbst. Wir haben so diese Fluggasttreppen, die schauen eben so aus, wie sie ausschauen. Und hier überlegt man sich eben Werbeflächen anzubringen. Die eine Variante schlägt vor, dass man hier jetzt ein rechtwinkliges Dreieck verwendet und man soll hier mit Hilfe von X und Alpha, also der Hypotenuse und dem Winkel Alpha hier eine Flächenformel angeben, mit der man sich die Fläche von diesem rechtwinkligen Dreieck ausrechnen würde. Wie würden wir denn grundsätzlich hier die Fläche ausrechnen? Wir würden ja eigentlich hergehen und sagen, das ist A, das ist B von mir, und dann wäre unsere Fläche natürlich nichts anderes als ein halb mal A mal B. Also Kathete mal Kathete durch 2, damit bekomme ich die Fläche von einem rechtwinkligen Dreieck. Blöderweise dürfen wir halt A und B nicht verwenden, ja? Das heißt, wir müssen jetzt schauen, dass wir halt A und B ersetzen durch etwas anderes. Aber wir können natürlich A bzw. auch B jeweils in Verbindung bringen mit Alpha und X. Das heißt, wenn wir jetzt mal anfangen, A ist im Prinzip nichts anderes als die Ankathete von Alpha, X die Hypotenuse. Das heißt, wir haben hier Cosinus von Alpha mit A durch X. Und somit kann ich natürlich umformen, indem ich mal X rechne. Das heißt, A wäre dann hier im Prinzip nichts anderes als X mal Cosinus Alpha oder Cosinus Alpha mal x, das bleibt dann euch überlassen. Und dasselbe Spielchen können wir natürlich auch mit der Seite B machen. B ist die Gegenkathete. Somit brauchen wir hier natürlich den Sinus, das Sinus von Alpha, Gegenkathete durch Hypotenuse, also B durch x. Und das kann man natürlich dann auch auf B umformen. Dann haben wir dann x mal Sinus von Alpha stehen. Und somit brauche ich jetzt A und B nur noch in meine Flächenformel einsetzen. Das heißt, wir haben dann A ist gleich ein halb mal A haben wir gesagt, ist x mal Cosinus Alpha. Alpha. Und B wiederum x mal Sinus Alpha. Und somit haben wir hier unsere Formel, die kann man, wenn man möchte, noch zusammenfassen in
x Quadrat halbe meinetwegen, mal Cosinus Alpha, mal Sinus Alpha. Und schon haben wir unsere Flächenformel. Das einmal dazu, ja, da unten könnte man sie dann hinschreiben natürlich. Bei der Frage B haben wir dann eine Skizze. Da geht es im Prinzip auch darum, dass wir uns die Fläche ausrechnen sollen. Hier haben wir jetzt zwei Möglichkeiten. Ja, wir kennen die Koordinaten vom Hochpunkt. Der Hochpunkt hat hier die Koordinaten nichts anderes als 20 und 10. Ja, das heißt, theoretisch könnten wir jetzt natürlich über ein Gleichungssystem gehen und dann sagen, f von 20 ist gleich 10 und f' von 20 ist gleich 0, weil wir ja hier eben eine Extremstelle haben. Wir haben im Prinzip ja auch nur zwei Gleichungen, die wir brauchen, weil ja nur a und b unbekannt sind. Das heißt, unsere Funktion dritten Grades hätte man damit aufstellen können. Ich glaube, a ist minus 0,0025, wenn mir nicht alles täuscht, und b ist 0,075. Aber worauf ich hier eigentlich hinaus möchte, weil das wäre für eine einzige Frage natürlich zu viel zu sagen, stell die Funktion auf und integriere sie von 0 bis 20. Das wären eigentlich dann zwei Punkte sozusagen. Ja. Ziel der Übung hier war aber eigentlich eine andere, nämlich folgende. Wenn ich jetzt hier den Tiefpunkt, der ja auch eingezeichnet ist, und den Hochpunkt mit einer Geraden verbinde, das gilt für jede Funktion dritten Grades, dann erzeuge ich folgendes. Ich zeichne jetzt hier mal die Gerade ein. Und dann habe ich hier im Prinzip ein Dreieck. Ja? Und zwar dieses Dreieck hier. Und dieses Dreieck hat eine Fläche. Und diese Fläche ist 1 zu 1 gleich groß wie die grau markierte Fläche, die wir haben, weil hier ein Teil natürlich größer ist, ja, der drüber liegt, das ist der weiße Teil hier. Und ein grauer Teil, der hier nicht markiert ist in dem Dreieck. Die beiden heben sich gegenseitig auf. Ja, das heißt, wir haben im Prinzip ein Dreieck mit den Seitenlängen 20 und 10. Und somit brauchen wir eigentlich nur die Fläche von dem Dreieck ausrechnen. Ein halb mal 20 mal 10 kommt genau 100 raus. Das sind Quadratmeter. Und damit ist die Sache auch schon wieder erledigt. Das sind zwei also. Also das wäre sozusagen eigentlich der Gedankengang gewesen. Deshalb auch nur eine einzige Fragestellung. Man könnte sich diese Fläche eben ausrechnen. Das gilt für alle Polynomfunktionen dritten Grades. Wenn sie Hoch- und Tiefpunkt haben, dann liegen Hoch- und Tiefpunkt sozusagen auf einer Geraden. Und die Fläche, die diese Gerade mit der x-Achse einschließt, ist gleich groß wie die Fläche, die die beiden Punkte mit der x-Achse einschließen. Also beziehungsweise die Funktion mit der x-Achse einschließt im Intervall von diesen beiden Punkten. Und was noch hinzukommt, ist, dort, wo diese Gerade die Funktion schneidet, genau dort liegt der Wendepunkt. Also Tiefpunkt, Hochpunkt, Wendepunkt liegen auf einer einzigen Geraden gemeinsam. Und das ist sozusagen die theoretische Info, die ich euch hier auch noch mitgeben möchte. Ist jetzt nicht etwas, was man zwingend wissen muss, ja, aber das kann gegebenenfalls durchaus sozusagen nützlich sein beim Lösen von einer Gleichung oder von einer Aufgabe, beziehungsweise eben auch als Alternative noch einmal, um sich das Thema vielleicht auch noch von einer anderen Perspektive anzuschauen, eine Fragestellung durch eine andere Art und Weise zu lösen. Und somit haben wir hier auf jeden Fall auch noch eine Möglichkeit. Vielleicht auch noch zur Wiederholung, der Wendepunkt liegt hier jetzt natürlich bei 10 und 5. Das heißt, auch das gilt natürlich, wenn ich die x-Koordinaten von Hoch- und Tiefpunkt bei einer Polynomfunktion dritten Grades zusammenrechne. Und durch 2 dividiere, habe ich genau die x-Koordinate vom Wendepunkt. Und wenn ich die y-Koordinaten von Hoch- und Tiefpunkt zusammenrechne und durch 2 dividiere, habe ich automatisch die y-Koordinate vom Wendepunkt. Ja, also weil der Wendepunkt eben genau unter Anführungszeichen in der Mitte zwischen Hoch- und Tiefpunkt liegt. Gilt aber, wie gesagt, nur für Polynomfunktionen dritten Grades und auch dann nur natürlich, wenn sie einen Hoch- und Tiefpunkt auch tatsächlich haben. Wenn wir jetzt zum Beispiel an eine Kostenfunktion denken, also zumindest die Wirtschaftler unter euch wissen das, es gibt auch Polynomfunktionen dritten Grades, die keine Extremstellen besitzen. Gut, schauen wir weiter. Ansonsten haben wir noch hier Frage C, das ist auch nochmal eine sehr interessante Fragestellung, und zwar wir haben einen Hoch- und Tiefpunkt von, nein, Hochpunkt und Wendepunkt so, von einer Polynomfunktion dritten Grades, und wir wissen auch noch, dass die Funktion an der Wendestelle, also bei xw, fallend ist, weil die erste Ableitung dort negativ ist.
Prinzipiell, wie kann denn eine Polynomfunktion dritten Grades ausschauen, wenn sie einen Hoch- und einen Tiefpunkt somit dann auch hat natürlich? Sie könnte entweder folgendermaßen aussehen, ja, das könnte es sein, oder sie könnte natürlich so aussehen. Ja, diese beiden Varianten haben wir. Aufgrund dessen, dass eben hier die erste Ableitung an der Stelle xw, also bei der Wendestelle, die wäre ja hier, ja, da ist die Wendestelle oder hier ist die Wendestelle. Hier wäre unser Hochpunkt, hier wäre unser Hochpunkt. Nachdem die Funktion dort fallend ist, kommt natürlich nur das hier in Frage. Ja, also das ist die Variante, die wir brauchen. Diese Variante kommt nicht in Frage, weil da müsste die Funktion an der Wendestelle steigend sein. So, was bedeutet das jetzt für uns, wenn wir jetzt anschauen, Hochpunkt und Wendepunkt? Der Hochpunkt liegt weiter links als der Wendepunkt von der Funktion, ja, weil wir uns eben für die obere Variante entschieden haben, weil wir eben beim Wendepunkt fallend sind. Und wenn ein Punkt weiter links liegt als ein anderer Punkt, dann muss die x-Koordinate von diesem Punkt kleiner sein als die andere. Das heißt, die x-Koordinate vom Hochpunkt ist kleiner als die x-Koordinate vom Wendepunkt. Ja? Geht gar nicht anders, weil eben der Hochpunkt weiter links liegt als der Wendepunkt. Natürlich hat der Hochpunkt die größere y-Koordinate. Das heißt, der Hochpunkt, die y-Koordinate vom Hochpunkt ist natürlich größer als die y-Koordinate vom Wendepunkt. Das wären die beiden Ankreuzer, also die beiden Antworten, die man hier auszuwählen hat. Wir schauen weiter, dann gibt es noch eine Frage D, da geht es jetzt ein bisschen um ein paar Darmwinde sozusagen. Also wir haben Blähungen, je höher das Flugzeug natürlich steigt, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man Blähungen hat. Liegt einfach daran, dass dort der Luftdruck natürlich geringer ist. Und entsprechend sich die Gase natürlich ausdehnen und die wollen dann irgendwann einmal raus. Und wir haben dann eine Funktion, auch wenn wir den Term selbst von dieser Funktion nicht kennen, die die Wahrscheinlichkeit für Blähungen in einer Höhe beschreibt, und zwar in einer Höhe h über 3500 Meter, also quasi um die Meter höher, als man schon bei 3500 Metern ist. Und somit beschreibt natürlich p von 1500 bzw. p von 500 nichts anderes als die Wahrscheinlichkeiten bei 4000 bzw. bei 5000 Metern Höhe insgesamt, ja, also Blähungen zu haben sozusagen. Ja. Und die Differenz von dem Ganzen ist natürlich dann nichts anderes als die absolute Änderung, also quasi wie, um wie viel die Wahrscheinlichkeit sich verändert, Blähungen zu haben, wenn man statt in 4000 Metern Höhe in 5000 Metern Höhe fliegt. Ja. Weil eben, wie gesagt, 500 zu den 3500 dazugerechnet sind natürlich 4000 Meter. Und 1500 dazu gerechnet sind dann natürlich 5000 Meter, wenn ich zu die 3500 noch 1500 dazu rechne. Also wir haben hier quasi die absolute Änderung der Wahrscheinlichkeit für Blähungen, wenn man statt in 4000 Metern Höhe in 5000 Metern Höhe zum Beispiel fliegt. Ja, oder man sagt salopp im Intervall von 4000 auf 5000 zum Beispiel oder sowas. Das wäre hier eine mögliche Interpretation, die man hier durchführen sollte. Was haben wir denn als nächstes? Aufgabe 2. Es geht um die Matago-Videos. Ja, so Eigenwerbung in meiner eigenen Probenmatura sozusagen. nee, ich habe, weiß ich nicht, ich schreibe ein ganzes Jahr über, fallen mir immer wieder irgendwelche Aufgaben ein oder sonst irgendwas. Und es waren halt jetzt schon so viele Aufgaben oder Fragestellungen, die sich irgendwie halt im Zuge meiner Tätigkeit selbst dann auch wieder ergeben haben, wo man dachte, okay, das kannst du jetzt mal zusammenfassen zu einer Aufgabe. Und zwar, was haben wir denn hier? Wir haben jetzt hier d Tage, h Stunden, m Minuten, die so lange dauern die Matago-Videos insgesamt. Durchschnittlich dauert ein Matago-Video x Minuten. Die Frage ist jetzt, wie groß ist die Anzahl? Wir brauchen eine Formel dafür. Und hierfür kann man natürlich hergehen und entsprechend die, ich sehe gerade, da steht jetzt B. Das sollte eigentlich nicht B stehen, das sollte A sein eigentlich. Also das hier ist A und das ist B. Warum auch immer, ich hasse Formatierungen, muss ich auch gleich dazu sagen. Auf jeden Fall, wir sollen hier jetzt eben Gleichungen auf die Gleichung aufstellen. Wie machen wir das? Und zwar, wenn man sich jetzt überlegt, was es ist, insgesamt dauern die Videos 36 Minuten. Ja, also nur mal so als Beispiel. Und wir wissen, durchschnittlich dauert ein Video 4 Minuten.
Dann kann ich mir ausrechnen 36 durch 4, also die Gesamtdauer durch die durchschnittliche Dauer. Dann weiß ich, wie viele Videos es insgesamt gibt. Wären jetzt 9 Videos. Natürlich sind es bei Matago viel mehr, weil wir haben eben hier auch Stunden und Tage. Das heißt, wir müssen aber die Stunden und die Tage jeweils in Minuten umwandeln, damit ich Minuten durch Minuten rechnen kann. Entsprechend muss ich jetzt natürlich hergehen und sagen, die Anzahl der Tage mal 24, damit ich Stunden habe, und das Ganze nochmal mal 60, damit es Minuten sind. Plus die H-Stunden, die wir haben, mal 60, damit es auch Minuten sind. Plus noch die M-Minuten und das Ganze durch X. Das führt dann dazu, dass wir hier die Gesamtanzahl haben. Ja, also wie gesagt, wenn man sich das mit einem konkreten Beispiel überlegt, und dann lässt sich das dann zum Beispiel auch problemlos lösen. Als nächstes wissen wir, dass Matago am 1.8.2017 gegründet wurde, und wir haben hier jetzt eine lineare Funktion v von t mit 190t plus 5500, und die gibt die Anzahl der Matago-Videos zum Zeitpunkt t an. Das bedeutet in unserem Fall jetzt, die 1500 ist sozusagen unser Startwert. Das bedeutet, Matago ging online mit 1500 Videos zu Beginn. Und die 190, die Steigung, ist dann im Prinzip nichts anderes, um wie viele Videos jetzt jedes Monat neu dazukommen. Das heißt, Matago produziert jedes Monat 190 Videos. Die Einheiten dazu wären dann 1500 Videos und 190 Videos pro Monat. Die Steigung hat ja immer die Einheit Y durch X-Einheit, also Videos pro Monat. Und damit hätten wir die Interpretation. Und ich habe jetzt gerade überlegt, vorher schon das Interpretieren einmal mit Ä geschrieben habe oben. Und ich glaube, dass ich das falsch geschrieben habe. Muss ich mir auch noch anschauen. Aber es ist jetzt nebensächlich jetzt fürs tatsächliche Lösen. Die zweite Aufgabe, wir sollen jetzt noch berechnen, in welchem Jahr auf Matago zum ersten Mal mehr als 10.000 Videos zu finden waren. Das heißt, wir werden wohl oder übel die Funktion ist gleich 10.000 setzen. Also v von t ist gleich 10.000. Das heißt, wir schnappen uns jetzt hier in dem Fall GeoGebra und können entweder die Funktion abspeichern oder wir geben es gleich so ein, indem wir jetzt sagen, 10.000 ist gleich 190t plus 1500. Und dann lösen wir das Ganze. Und dann kriegen wir hier 44 Monate raus. Das heißt, wir haben im Jahr 2017 noch August, September, Oktober, November, Dezember, 5 Monate. Das heißt, von diesen 44 Monaten kann ich schon mal 5 abziehen. Dann sind wir im Jahr 2019 angekommen. 12 Monate haben wir fürs 19er Jahr, 12 Monate fürs 2020er Jahr und dann nochmal 12 Monate, also Blödsinn, 2018 zuerst, Entschuldigung. 12 Monate für 2018, 12 Monate für 2019, 12 Monate für 2020 sind nochmal 36 Monate und somit bleiben noch 3 Monate übrig. Das heißt, wir befanden uns bereits im Jahr 2021 dann, sodass da dann zum ersten Mal 10.000 Videos online waren. Ja, das dazu. Und dann können wir weiterschauen. Was haben wir noch? Das ist jetzt natürlich dann Frage C. Also keine Ahnung, warum da jetzt dein A irgendwie verschwunden ist, scheinbar. Auf den Servern von Matago befinden sich x Gigabyte an Videodateien und y Gigabyte an sonstigen Dateien wie PDFs und Bilder. Durch ein neues Komprimierungsverfahren können P% des Speicherbedarfs eingespart werden. Das bedeutet für uns jetzt, wir haben hier die Möglichkeit, für zwei Aussagen jeweils die dazu entsprechenden, den dazu passenden Term zu finden. Erstens, der Term gibt an, um wie viel Gigabyte weniger Speicherplatz nach der Komprimierung benötigt wird. Ja? Das heißt, wie viel haben wir quasi eingespart? Wie viel brauchen wir nicht mehr an Speicherplatz? Das heißt, insgesamt hatten wir x plus y Gigabyte an Speicher, die verbraucht worden sind. Und von denen haben wir P% erspart. Ja, und genau das wollen wir wissen. Und das wird hier genau mit dem Ausdruck D berechnet, weil ich mir einfach P% von dem gesamten Speicher sozusagen ausrechne. Und das ist genau der Wert, der sozusagen eingespart wurde. Währenddessen beim zweiten Term, da steht dann, der Term gibt an, wie viel Gigabyte an Speicherplatz die Dateien nach der Komprimierung benötigen. Also nachdem ich P% abgezogen habe. Und wenn ich von einem Wert P% abziehen möchte, dann muss ich immer mal 1 minus P durch 100 rechnen. Und deshalb haben wir hier die Antwort D.
B. Somit auch diese Aufgabe erledigt. Das ist jetzt natürlich dann Frage D. Ja, also. Sei es drum, Matago ist auch auf Instagram sehr aktiv. Dabei steigt die Anzahl der Follower stetig. Im Zeitintervall 0 bis 10 eines Monats ist die Anzahl der Follower konstant gestiegen. Im Zeitintervall von 11 bis 30 ist das Wachstum der Anzahl der Follower konstant gestiegen. So, wir brauchen jetzt hier jeweils die passende Funktion. Wie finden wir das heraus? Wenn wir jetzt da das erste Intervall betrachten, ist die Anzahl der Follower konstant gestiegen. Das heißt, wenn ich mir die Anzahl der Follower jetzt sozusagen als Funktion darstelle und jetzt hat eine konstante Steigung, dann muss es eine Funktion sein, die linear verläuft. Das heißt, es muss eine lineare Funktion sein, weil nur eine lineare Funktion hat eine konstante Steigung. Währenddessen jetzt im zweiten Intervall, da steht, ist das Wachstum der Anzahl der Follower konstant gestiegen. Das Wachstum entspricht quasi also die Geschwindigkeit, Wachstumsgeschwindigkeit sozusagen und der Anzahl der Follower und somit ist das nichts anderes als die erste Ableitung der Anzahl der Follower und die wiederum ist konstant, ja, gestiegen. Das wiederum bedeutet, dass sozusagen die erste Ableitung eine lineare Funktion ist. Ja, und wenn die erste Ableitung eine lineare Funktion ist, dann muss die Stammfunktion natürlich dann quadratisch sein. Ja, weil wenn ich eine lineare Funktion integriere, also zur Stammfunktion zurück möchte, dann ist es eine quadratische Funktion. Und daher hier diese Antwort. Kommen wir zur Aufgabe 3. Das fängt wenigstens wieder mit A an. Das ist gut. Wir haben hier Unterhaltungssoftware. Da fehlt ein Unterhaltungssoftware. Ja, also ihr seht, ich finde immer noch Fehler irgendwo. Zum Glück ist es in erster Linie, sind es irgendwelche Deutsch- oder Grammatikfehler, aber jetzt nichts, was man jetzt da aus mathematischer Sicht jetzt da bekritteln müsste. Auf jeden Fall haben wir im Jahr 2019, haben 3017 Personen an einer Studie teilgenommen. Dabei kam raus, dass die durchschnittliche Spieldauer insgesamt bei 11,5 Stunden lag. Bei Männern war sie mit 13,3 Stunden deutlich höher als die bei Frauen mit 9,5 Stunden pro Woche. Wir sollen jetzt ermitteln, wie viele Männer und Frauen an dieser Studie teilgenommen haben. Es ist jetzt so ein bisschen Statistik gepaart mit Gleichungssystem im Grunde genommen, denn wir haben jetzt eben zum einen hier, ich tue das jetzt noch eine Spur auf, das müsste reichen theoretisch, so. Wir haben zum einen natürlich die 3017 Personen, ja. Und diese 3017 Personen bestehen aus Männern und Frauen. Also sage ich jetzt einfach mal M plus F ergibt 3017. Und dann können wir noch auf die Stunden eingehen. Ja, bei den Männern haben wir eine durchschnittliche Stundenzahl von 13,3. Das heißt, wenn ich die Anzahl der Männer mal 13,3 rechne und die Anzahl der Frauen mal 9,5 rechne, habe ich die Gesamtanzahl an Stunden, die gespielt worden sind, ja, weil jeder Mann durchschnittlich 13,3 spielt, jede Frau 9,5 spielt durchschnittlich. Das heißt, wir haben hier in Summe dann quasi von allen 3017 Personen hier die Stundenzahl, nämlich mal 11,5 gerechnet. Also wenn ich die Anzahl der Männer mit ihrem Durchschnitt multipliziere und die Anzahl der Frauen mit ihrem Durchschnitt multipliziere, erhalte ich genau denselben Wert, wie wenn ich alle Personen hernehme und deren Durchschnittswert sozusagen verwende. Und somit habe ich hier meine zweite Gleichung und kann die beiden Gleichungen dann problemlos natürlich lösen und erhalte hiermit dann die Anzahl der Frauen mit 1429 und die Anzahl der Männer gerundet mit 1588. Das sind natürlich jetzt gerundete Werte, ja. Also es kann durchaus auch noch leichte Schwankungen geben. Insofern, weil es natürlich nicht exakt 11,5 Stunden sind und exakt 13,3 Stunden, ja, sondern da werden ja noch ein paar Kommastellen dahinter liegen und somit wird sich das auch noch eine Spur verändern. Aber grundsätzlich mit den bestehenden Zahlen, die uns zur Verfügung stehen, kann man das natürlich so auf jeden Fall beantworten. Was haben wir hier? Dann haben wir eine Grafik hinsichtlich der Frage, worauf gespielt wird, hat eben diese OVUS diese nachstehende Grafik präsentiert. Und wir sollen jetzt beschreiben, woran man erkennen kann, dass die Befragten mehr als ein Device, auf dem sie regelmäßig spielen, nennen durften. Und das kann man im Grunde genommen relativ simpel erklären, weil wenn ich jetzt die Werte hier alle zusammenrechne,
Also 43 plus 28 plus 26 plus 16 plus 7. Ja, das machen wir mal schnell. Sind wir auf 100, 420. Ja. Das heißt, das wären jetzt hier 120%, was ja nicht möglich ist, weil theoretisch ja nur 100% möglich sind. Es sei denn, jemand darf natürlich auch mehrere Devices sozusagen angeben. Zum Beispiel im Sinne von, ich spiele am Smartphone und auf dem PC zum Beispiel. Ja? Oder Smartphone-Konsole und PC. Whatever. Ja? Und somit habe ich hier natürlich quasi den Beweis erbracht, aufgrund dessen, dass hier mehr als 100% rauskommen, waren mehrfach Antworten möglich. Und das wäre hier damit dann auch schon wieder geklärt. So eine Frage gab es zum Beispiel auch schon. Da ging es um irgendwelche Studiengeschichten. Nein, das waren Lieblingsfarben. Beispiel Lieblingsfarben muss das gewesen sein. So, dann haben wir 2021, haben 32 Personen, 32% gesagt, dass sie fast täglich spielen. Ja, würde ich auch gern, aber komme ich eigentlich nicht leider dazu. So. In einer bestimmten Hack haben wir 18 Schülerinnen und Schüler. Insgesamt gehen W-Schülerinnen und M-Schüler in diese Hack. Ja. Wir sollen als erstes einmal die Wahrscheinlichkeit ausrechnen, dass weniger als ein Drittel der Schülerinnen und Schüler dieser Klasse fast täglich spielen. Das heißt, wir haben hier mal eine Binomialverteilung mit N gleich 18, weil es diese eine Klasse sozusagen ist. 18. Wir haben unser P mit 0,32. Und wir haben dann noch in weiterer Folge natürlich weniger als ein Drittel. Ein Drittel von 18 ist 6. Das heißt, wir wollen hier, unser K ist kleiner als 6, beziehungsweise wenn wir es dann als kleiner gleich natürlich beschreiben, kleiner gleich 5 hier in dem Fall. Weil mit höchstens kann man natürlich bezüglich der Technologie besser arbeiten. Also entweder mit Binom CDF für T82 zum Beispiel, einfach mit höchstens 5. Auch auf den anderen Taschenrechnern ist es dann mit Binom CDF von 0 bis 5 sozusagen zu rechnen und für GeoGebra dann linksseitig. Das werden wir schnell ausrechnen, damit wir das Ergebnis auch haben. Schauen wir es uns einmal an. Und zwar, wir haben jetzt da hier einen Wahrscheinlichkeitsrechner, brauchen wir. Ich werde das jetzt wieder ein bisschen größer machen, sonst sieht man nichts. Unser N ist in dem Fall 18. Unser P ist in dem Fall 0,32. Und dann haben wir linksseitig eben höchstens 5, das wir ausrechnen wollen. Und da kommen eigentlich mehr oder minder exakt 46% raus. Und dann haben wir noch eine zweite Frage stehen. Interpretieren Sie den nachfolgenden Term im gegebenen Sachzusammenhang M plus W in Klammer mal 0,68. M plus W ergibt die Gesamtanzahl der Schülerinnen und Schüler, die in diese Hack gehen. Und somit ist das nichts anderes als unsere Stichprobe. Ja, das ist unser N in dem Fall. Und wenn ich unsere Stichprobe mal einer Wahrscheinlichkeit rechne, dann rechnen wir uns nichts anderes aus als unseren Erwartungswert bzw. eben μ. Und die Frage ist nur noch, wofür ist es der Erwartungswert? Es ist der Erwartungswert für die Anzahl der Schülerinnen und Schüler in dieser Hack, die nicht fast täglich spielen, eben weil 68% eben diejenigen sind, die nicht angegeben haben, dass sie fast täglich spielen. Ja, das wäre sozusagen der entsprechende Ausdruck, den man hier jetzt verwenden müsste. Und damit wäre man auch hier wieder durch. Dann schauen wir weiter. Wir haben noch eine Frage D. Jetzt haben wir noch eine BAföG. In Niederösterreich, da gehen N Schülerinnen und Schüler in eine Klasse. 7 haben zu Hause eine Konsole zum Spielen. Bei einer Stundenwiederholung werden 3 Schülerinnen und Schüler ausgewählt. Wir sollen jetzt einen Term aufstellen, mit dem die Wahrscheinlichkeit berechnet werden kann, dass keiner der 3 ausgewählten Schülerinnen und Schüler hier eine Konsole zu Hause haben. Das heißt, wir müssen im Prinzip mit Anzahl der günstigen Fälle durch die Anzahl der möglichen Fälle hier arbeiten. Also im Sinne von, wir können jetzt hergehen und sagen, wir haben insgesamt natürlich N Schülerinnen und Schüler. Das ist unser möglicher Fall. Und der günstige Fall wäre jetzt dann natürlich, wenn ich von diesen N Schülern die 7 abziehe, die eine Konsole haben, dann habe ich automatisch die Anzahl der Schülerinnen und Schüler, die keine Konsole haben. Ja? Also N minus 7. Das wäre jetzt mal die Wahrscheinlichkeit für den allerersten Schüler oder Schüler, die Schülerinnen oder Schüler, die ich auswähle für die Stundenwiederholung.
Es werden aber drei ausgewählt. Das heißt, ich muss danach natürlich noch einmal hergehen und mit dem nächsten multiplizieren. Nachdem es natürlich ein Ziehen ohne Zurücklegen ist, weil ich werde die Schülerin, die ich jetzt ausgewählt habe, nicht wieder zurückschicken auf den Platz und dann wieder auswählen. Das macht natürlich keinen Sinn. Habe ich natürlich ein Ziehen ohne Zurücklegen. Das heißt, ich habe nicht mehr n mögliche Fälle, sondern nur noch n minus 1 mögliche Fälle. Und ich habe auch nicht mehr n minus 7 günstige Fälle, sondern natürlich auch da um 1 weniger, weil ich ja schon einen günstigen Fall, nämlich keine Konsole habende Person, schon ausgewählt habe. Das heißt, man kann, wenn man möchte, das hier so in Klammer schreiben, also dass ich von der Anzahl n minus 7 ist ja die Zahl derjenigen, die keine Konsole haben, muss ich einen abziehen. Ja? Kann ich natürlich dann hergehen und sagen, das ist n minus 8. Kann ich gleich so zusammenfassen, logischerweise. Ja? Und dasselbe Spielchen haben wir dann auch noch, wenn ich jetzt die dritte Person auswählen möchte, sind ja schon zwei quasi gezogen worden, also n minus 2 habe ich nur noch zur Verfügung. Und von denjenigen, die jetzt da keine Konsole zu Hause haben, also die n minus 7 Personen, die keine Konsole zu Hause haben, sind ja auch schon zwei weniger sozusagen. Und somit kann ich auch hier wieder hergehen und das zusammenfassen und sagen, das ist n minus 9 zum Beispiel. Auch das wäre eine Möglichkeit. Auf jeden Fall wäre das dann der Term, mit dem man sich ausrechnen könnte, die Wahrscheinlichkeit, dass alle drei Personen oder alle drei Schülerinnen und Schüler, die hier ausgewählt werden, keine Konsole zu Hause haben. Das einmal dazu, dann schauen wir zur nächsten Aufgabe. Es geht um Speiseeis. Wir haben hier im Jahr 1958 kostet ein Scharnitzel mit einer Kugel Eis genau einen Schilling. Schilling, das ist die alte Währung, die es in Österreich gegeben hat. Also falls ihr das nicht gehört, noch schon nicht mehr gehört habt oder noch nie kennengelernt habt, das ist die alte Währung, die man, glaube ich, was, ich glaube bis 2000 oder so irgendwas in Österreich hatten, 2001, irgend so in der Gegend. Also möglicherweise vor eurer Geburt schon auf jeden Fall. Der Wechsel dann zum Euro. Auf jeden Fall im Jahr 2022 kostete in demselben Eissalon ein Scharnitzel mit einer Kugel Eis 1,90 €. Und 1 Euro entspricht hier 13,7603 Schillingen. Wir müssen jetzt als erstes einmal die Parameter für die Funktion S0 aufstellen. Das können wir jetzt auf verschiedene Art und Weise machen. Zuerst müssen wir uns aber mal anschauen, dass diese Funktion S von T in Euro gehalten wird. Das heißt, wir können als Startwert, wo wir das Jahr 1958 nehmen müssen, nicht jetzt 1 nehmen für 1 Schilling, sondern wir müssen das in Euro umrechnen. Das heißt, wir müssen jetzt dahergehen und diese 1 Schilling durch 13,7603 dividieren, damit wir Euro haben. Entsprechend können wir jetzt natürlich mal hergehen und sagen, wir haben jetzt da hier 1 durch 13,7603. Ihr könnt jetzt das auch im Verhältnis sozusagen setzen, ja, dass man sagt, ein Schilling zu 13,7603 Schilling ist gleich x Euro zu einem Euro. Ja? Könnte man auch machen, dann löse ich das einfach quasi auf x, kommt auf selbe hinaus. Ja? Also es ist kupft wie Katscht. Man kann es eben auch im Verhältnis setzen, dass man sagt, ein Schilling zu 13,7603 Schillinge entspricht x Euro zu einem Euro zum Beispiel. Ja? Und nur im Prinzip kommt ja genau x raus, sozusagen, wenn ich jetzt 1 durch 13,7603 dividiere. Und somit haben wir hier unseren Startwert. Und dann kann ich jetzt von mir aus zum Beispiel mit einer exponentiellen Regression natürlich auch arbeiten oder Gleichungssystem. Ich habe jetzt quasi zwei Punkte. Ich habe den Zeitpunkt 0. Also 0 mit 0,07, was war das? 726. 7. Da würde ich im Übrigen wirklich genau arbeiten, weil bei so kleinen Werten, ja, weil das ist unser Startwert sozusagen, macht es schon einen großen Unterschied, wenn man jetzt nur 0,07 nehmen würde zum Beispiel. Ja. Also, weil das auf eine lange Sicht, wir von 1958 bis 2022, das sind 64 Jahre, das heißt, wir hätten hier einen zweiten Punkt 64 und 1,9 und könnten hier eben eine exponentielle Regression zum Beispiel machen. Ja. Oder wir stellen einfach, wie gesagt, direkt eine Gleichung her, indem wir sagen, okay, diese 1,9, mein Endwert sozusagen, ergibt sich, indem ich meinen Anfangswert 0,07267 mal a hoch 64 rechnen würde. Dann könnte ich hier auf a lösen und erhalte die Wahrscheinlichkeit,
Wahrscheinlich jetzt eigentlich den Wachstumsfaktor mit 1,05232. Ja? Das wäre jetzt hier die entsprechende Fragestellung und damit hätten wir dann auch schon die Aufgabe gelöst. Was wir jetzt hier noch haben, ist, da wundert es mich jetzt auch gerade, weil ich bilde mir eigentlich ein, dass ich hier 2,50 € geschrieben habe. Also zumindest auch für die Lösung, also da sollten 2,50 € stehen. Muss ich jetzt auch noch schnell dann korrigieren, nachher das PDF zum Glück ja noch nicht hochgeladen. Auf jeden Fall sollen wir jetzt ermitteln, bevor wir das noch machen, müssen wir A mal interpretieren natürlich, aber wir müssen dann ermitteln, wann dieses Scharnitzel Eis dann 2,50 € kosten würde nach diesem Modell. Dieses A bedeutet in dem Fall, dass pro Jahr der Preis für eine Kugel Scharnitzel Eis sozusagen um 5% gestiegen ist. Weil 1,05 bedeutet eben, dass wir ein Wachstum von 5% haben hier sozusagen. Und jetzt war eben die Frage, wann werden wir auf 2,50 € kommen? Das heißt, entweder man stellt die Funktion dann auf und setzt sie ist gleich 2,50 €. Oder man geht her und schreibt dann gleich hin, 2,5 ist gleich 0,07267 mal, jetzt kann man das A einsetzen, 1,05232 hoch T. Und dann kann ich hier auf T lösen sozusagen und dann kriege ich 69 raus. Wir haben gesagt, vorher 64 ist das Jahr 2022, das heißt, hier muss ich noch 5 Jahre dazu rechnen. Und somit sind wir dann im Jahr 2027. Ja, weil wie gesagt, 64 ist das Jahr 2022, somit ist 69 dann das Jahr 2027. Da würde dann hier eine Kugel Eis im Scharnitzel dann 2,50 € kosten. Wir haben ein anderes Modell noch, nämlich Modell B. Da geht es von einer linearen Entwicklung, gehen wir hier aus. Und da sollen wir jetzt da hier die mittlere Änderung, den mittleren Anstieg angeben. Das wäre jetzt da hier in dem Fall auch nicht so schlimm. Das heißt, wir nehmen unseren Startwert und den Endwert, ja, die 0,07267 und die 1,90 €. Im Differenzenquotienten, also 91 minus 0,07267 durch 64 natürlich, beziehungsweise 64 minus 0. Ja. Und damit erhalten wir hier unseren durchschnittlichen Anstieg von 0,02855. Und das wären dann in dem Fall Euro pro Jahr, also quasi der Anstieg in Euro pro Jahr. Und somit hätten wir hier auch wieder die Antwort, weil warum Euro pro Jahr? Weil wir eben die Euros durch die Jahre dividieren und daher ist die Einheit von dieser Steigung natürlich dann nichts anderes als Euro pro Jahr. So, und dann haben wir noch die Renate, die wählt hier beim Eissalon entweder cremiges Eis oder Fruchteis. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie ein cremiges Eis auswählt, beträgt P. Und die Wahrscheinlichkeit, dass sie bei 3 aufeinanderfolgenden, voneinander unabhängigen Besuchen beim Eissalon höchstens einmal ein cremiges Eis auswählt, beträgt 64,8%. Wie würde man sich ausrechnen? Höchstens einmal cremiges Eis. Das heißt, wenn P die Wahrscheinlichkeit für cremig ist, ja, schreiben wir das nochmal dazu, P ist cremig und somit ist Fruchteis natürlich 1 minus P. Ja. Höchstens einmal kann bedeuten, entweder sie nimmt gar kein einziges Mal cremiges Eis oder sie nimmt genau einmal cremiges Eis. Also entsprechend kein Mal cremiges Eis wäre dreimal Fruchteis, also im Sinne von 1 minus P hoch 3. Ja. Oder genau einmal cremiges Fruchteis, das könnt ihr auch theoretisch, wenn ihr wollt, natürlich mit der binomial verteilten Formel machen, geht auch, weil es ja eine gleichbleibende Wahrscheinlichkeit ist. Das heißt, wir haben hier, wenn ich genau einmal cremig haben will, ist P hoch 1 sozusagen. Und dann müssen die anderen beiden natürlich aber Fruchteis sein, 1 minus P hoch 2. Und nachdem es da aber drei verschiedene Möglichkeiten gibt, nämlich entweder das erste ist cremig und die anderen beiden sind Frucht, oder das erste ist Frucht, zweite ist cremig, drittes ist Frucht, oder erstens zwei sind Frucht und das dritte ist cremig, muss ich hier natürlich mal 3 rechnen. Das sind die drei Pfade, die ich sozusagen bei einem Baumdiagramm gegebenenfalls hätte. Auch das kann man natürlich machen, falls das hilft, also dass man hergeht und jeweils unterscheidet Fruchteis, cremiges Eis, Fruchteis, cremiges Eis und so weiter und dann die Pfade entlang geht, wo genau einmal ein cremiges Eis sozusagen vorkommt. Geht natürlich auch. Faktum ist, das hier ergibt dann eben in Summe eine Wahrscheinlichkeit von 64,8%.
beziehungsweise vielleicht noch besser, wenn wir es gleich dezimal schreiben, weil wir wollen ja die Gleichung ja dann lösen, also 0,648. Und diese Gleichung müssen wir dann im Prinzip nur noch hernehmen und lösen. Das heißt, wir müssen im Prinzip hierher gehen und Klammer auf, 1 minus p hoch 3 plus 3 mal p mal Klammer auf, 1 minus p Klammer zu hoch 2 ist gleich 0,648. Und somit lösen wir auf p, kriegen jetzt hier natürlich drei Werte raus für p, wobei nur ein einziger Sinn macht, nämlich 0,4. Ja, weil minus 0,3 irgendwas macht sowieso keinen Sinn, ja, weil negative Wahrscheinlichkeit gibt es in dem Sinne ja nicht. Und p 1,4 irgendwas wird auch keinen Sinn machen, weil dann wäre die Wahrscheinlichkeit bei 141%, was auch ein Schwachsinn ist. Ja. Das heißt, es gibt nur einen Wert, der wirklich Sinn ergibt, nämlich dass p genau 0,4 ist. Und damit begeben wir uns zur letzten Aufgabe. Hier geht es um Bridgerton. Das heißt, ich habe hier versucht, sozusagen den Hype, den es um die Serie gibt, so ein bisschen in eine mathematische Aufgabe umzuwälzen. Wir haben jetzt hier als erstes einmal einen Ball, da können grundsätzlich die Herren die Damen auffordern zum Tanz. Der eine Graf hat hier eine gleichbleibende Wahrscheinlichkeit P, dass seine Tanzaufforderung zurückgewiesen wird. Also, weil eine Dame kann natürlich sagen, na, mit dir will ich nicht tanzen. Ja? Geht auch. Hätten wir den nächsten Skandal dann sozusagen. Auf einem der Bälle fordert er insgesamt fünf Damen zum Tanz auf. Die Frage ist jetzt da, wir sollen jetzt ein Ereignis angeben, dessen Wahrscheinlichkeit mit folgendem Ausdruck hier berechnet wird. P ist, wie gesagt, die Wahrscheinlichkeit, dass er zurückgewiesen wird. Das heißt, dieser Ausdruck hier berechnet die Wahrscheinlichkeit, dass er genau fünfmal zurückgewiesen wird. Also alle fünfmal kriegt er Watschen und darf nicht tanzen mit der Dame sozusagen. Währenddessen hier haben wir einen Ausdruck, der dann eben die Wahrscheinlichkeit für genau viermal zurückgewiesen hier beschreibt. Und somit, nachdem diese beiden Ausdrücke von 100% abgezogen werden, weil er kann ja, wenn er fünf Damen fragt, kann er nullmal abgewiesen werden, einmal, zweimal, dreimal, viermal oder fünfmal. Und wenn wir die Wahrscheinlichkeiten für 4 und 5 abziehen, bleiben nur noch die Ereignisse 0, 1, 2 oder 3 übrig. Das heißt, er wird höchstens dreimal zurückgewiesen. Ja? Oder umgekehrt betrachtet natürlich dann mindestens zweimal nicht zurückgewiesen. Auch das könnte man hier natürlich als Antwortmöglichkeit verwenden. Dann schauen wir weiter. Wir haben den Vizegrafen Anthony Bridgerton und die Lady Sharma. Das ist sozusagen hier ein Ausritt, den die beiden machen. Sie am Pferd, er am Pferd, beide starten zum selben Zeitpunkt. Ihr Pferd hat hier die deutlich bessere Beschleunigung, ja? Zumindest einmal zu Beginn, weil hier eben die Geschwindigkeit sozusagen, die Geschwindigkeitsfunktion steiler steigt am Beginn als die vom Herrn Bridgerton. Also das ist eher ein lahmes Pferd zu Beginn, aber es holt dann natürlich entsprechend auf, was die Geschwindigkeit anbelangt. Die Frage ist jetzt, was diese grau markierte Fläche hier beschreibt. Und diese grau markierte Fläche ist im Prinzip nichts anderes als der Vorsprung, den sich die Lady Sharma im Vergleich zum Lord Bridgerton hier sozusagen rausgeritten hat, bis zum Zeitpunkt T1. Ja? Weil eben die Fläche, die ich jetzt da bekäme, wenn ich jetzt da die Geschwindigkeitsfunktion von der Lady Sharma mit der Zeitachse ausrechnen, also wenn ich mir diese Fläche ausrechnen würde, dann wäre das ja der gesamte Weg, den sie in diesem Zeitintervall von 0 bis T1 zurückgelegt haben. Wenn ich jetzt die Fläche vom Herrn Bridgerton da anschaue, diese Fläche hier, dann entspricht das ja auch wieder quasi dem zurückgelegten Weg im Zeitintervall von 0 bis T1, den der Herr Bridgerton zurückgelegt hat. Und die Differenz zwischen diesen beiden ist sozusagen der Vorsprung, den sich die Lady Sharma hier rausgeritten hat, im Vergleich zum Lord Bridgerton, aufgrund dessen, dass sie halt zu Beginn einfach mit einer höheren Geschwindigkeit unterwegs ist. Und somit ist die Interpretation eben die, die grau markierte Fläche beschreibt den Vorsprung, den Lady Sharma vor Lord Bridgerton hat, zum Zeitpunkt T1 im Prinzip, beziehungsweise den sie sich herausgeritten hat im Zeitintervall von 0 bis T1 zum Beispiel, je nachdem, wie man es dann formuliert. Ergibt das eine oder das andere natürlich dann mehr Sinn, auch im Deutschen. So, was haben wir denn noch?
Oh ja, auch eine schöne Aufgabe. Hat mir sehr gefallen, als mir die im Kopf sozusagen erschienen ist. Sonntags amüsiert sich die gehobene Gesellschaft auf der 2,16 Kilometer langen Pferderennbahn. Die Laufzeit, die die Pferde für die einmalige Umrundung der Rennbahn benötigen, ist mit einem Erwartungswert Mü 43 Sekunden annähernd normal verteilt. Die dazugehörige Dichtefunktion F ist in der nachfolgenden Abbildung dargestellt. Wunderbar, alles bestens. Und wir haben hier eine Fläche auch gegeben mit 40%. Die liegt zwischen 43 und 46. Soweit alles gut. Die Frage ist jetzt, mit welcher mittleren Geschwindigkeit muss ein Pferd die Rennbahn mindestens umrunden, um zu den schnellsten 10% der Pferde zu gehören? Und jetzt muss man mal aufpassen. Erstens mal, wie kommen wir zu den schnellsten 10% der Pferde? Ja. Erster Fehler, den man machen könnte, ist, dass man sich auf diese Fläche hier stürzt. Nur das sind nicht die schnellsten Pferde, weil die brauchen ja die längste Zeit für die Umrundung. Das sind die langsamsten 10%. Das heißt, die schnellsten 10% haben hier eine Zeit, die liegt bei 40 oder drunter. Also diese Zeit hier. Da sind die schnellsten 10% zu Hause, weil sie die geringste Zeit brauchen sozusagen für eine Umrundung. Je weniger Zeit ich für eine Umrundung brauche, umso höher ist meine Geschwindigkeit. Ja? Also da bitte nicht den Fehler machen, nur weil die größten oder die schnellsten oder sonst irgendwas. Ja, wenn das jetzt die Dichtefunktion jetzt die Geschwindigkeit darstellen würde, dann wären die schnellsten natürlich ganz rechts, weil sie die höchste Geschwindigkeit haben. Aber hier ist die Laufzeit drinnen in dieser Dichtefunktion und deshalb müssen wir hier jetzt dann natürlich die mit der kürzesten Laufzeit hernehmen, weil das sind die schnellsten. Ja? Das heißt, warum sind das genau 10%? Weil hier natürlich aufgrund der Symmetrie, Erwartungswert 43, sind das hier auch wieder 40% natürlich, zwischen 40 und 43. Und daher liegen links von 40 dann nur noch 10%. Und somit wissen wir, dass quasi die schnellsten 10% brauchen eine Zeit von 40 Sekunden. Naja, und wir brauchen aber die Geschwindigkeit, denn die Frage ist, mit welcher mittleren Geschwindigkeit muss ein Pferd die Rennbahn mindestens umrunden? Also müssen wir hergehen und uns die Geschwindigkeit ausrechnen, indem wir Weg durch Zeit rechnen. Im Sinne von die 2,16 Kilometer in Meter am besten natürlich, also 2160 Meter durch die 40 Sekunden. Und somit haben wir hier eine Geschwindigkeit von 54 Meter pro Sekunde. Ja? Das heißt, ein Pferd braucht eine Geschwindigkeit von mindestens 54 Meter pro Sekunde, sodass sich hier in dem Fall zu den schnellsten 10% gehört. Wobei ich jetzt gerade mitkriege, dass das jetzt hier natürlich eigentlich ein Schwachsinn ist. Weil ich habe mich extra vorher erkundigt, dass also dass Pferde sozusagen, welche Maximalgeschwindigkeit ein Pferd erreicht hat. Und es gab scheinbar irgendwann einmal ein Pferd, das über 60 km/h hatte. Und Rennpferde halt so in der Gegend unterwegs sind. Aber das müssten jetzt nicht 54 Meter pro Sekunde, sondern eigentlich Kilometer pro Stunde sein. Also das ist jetzt völliger Blödsinn. Ja? Also 54 Meter pro Sekunde niemals, no go. Ja? Das ist insofern Schwachsinn eigentlich. Nichtsdestotrotz, ich werde es jetzt auch so lassen und werde dann nur eine kleine Anmerkung in der Lösung noch machen. Also ein Pferd wird mit Sicherheit keine 54 Meter pro Sekunde laufen. Da hatte ich einen kleinen Denkfehler drinnen, sozusagen, dass ich eigentlich 54 Kilometer pro Stunde als Lösung gerne gehabt hätte. Und entsprechend müsste man dann eigentlich die ganze Dichtefunktion neu aufstellen. Und das werde ich jetzt aber nicht machen. Also rechnerisch kriegen wir 54 Meter pro Sekunde raus, dass das jetzt re nicht realistisch ist. 54 Meter pro Sekunde ist natürlich auch logisch, ja, weil sonst das Pferd hätte über 200 km/h. Oder fast 200 km/h, sage ich jetzt mal, und das ist dann schon ein bisschen sehr unrealistisch. Aber wie gesagt, war leider ein kleiner Gedankenfehler, der mir jetzt gerade auffällt, und ich werde es aber lassen jetzt einmal fürs Erste und das dann gegebenenfalls zu einem späteren Zeitpunkt korrigieren, weil sonst muss ich das ganze Video neu aufnehmen auch noch. Und darauf habe ich keine Lust mehr, leider, ehrlich gesagt. Ja, das dazu, also wie gesagt, korrekte Antwort: 54 Meter pro Sekunde. Allerdings unrealistisch, weil kein Pferd der Welt 54 Meter pro Sekunde
läuft. Ja? Also das dazu. Ja, damit können wir noch zur nächsten Aufgabe. Es ärgert mich jetzt gerade ein bisschen, aber ja, sei es drum. Die Stammfunktion der Dichtefunktion f wird auch Verteilungsfunktion groß F genannt. Kreuze jene Gleichung an, deren Aussage nicht richtig ist. So, da haben wir jetzt noch mal was. Und zwar, Groß F von μ ist gleich 0,5. Das wissen wir. Das stimmt, weil das ist der Wendepunkt von der Verteilungsfunktion, die da ja dann so aussieht. Da liegt der Wendepunkt. Er hat als x-Koordinate den Erwartungswert, y-Koordinate hier in dem Fall ist natürlich dann genau 0,5. Ja? Und deshalb muss Groß F von μ genau 0,5 sein. Die Aussage ist richtig. Ich gehe es jetzt von unten noch durch. F3, also Groß F3' von μ plus Sigma und μ minus Sigma ist gleich 0, ist auch ebenfalls richtig jeweils. Warum? Weil, wenn wir jetzt die Dichtefunktion anschauen, dann haben wir hier jeweils Wendestellen. Ja? Und diese Wendestellen bedeuten ja, die Dichtefunktion ist klein f. Das heißt, klein f2' von diesen beiden Wendestellen, und die liegen ja genau bei μ minus Sigma und bei μ plus Sigma. Das heißt, klein f2' von μ minus Sigma ist gleich 0 und klein f2' von μ plus Sigma ist ebenfalls 0. Ja? Und nachdem die zweite Ableitung von klein f an der Stelle 0 ist und Groß F ja quasi nichts anderes ist als die Stammfunktion von klein f, also quasi, wenn ich Groß F ableite, ja, also Groß F abgeleitet, erhalte ich ja klein f. Und somit, wenn ich Groß F dreimal ableite, habe ich quasi klein f zweimal abgeleitet. Und daher muss die dritte Ableitung von μ minus Sigma bzw. μ plus Sigma für Groß F eben genau 0 ergeben. Das heißt, diese beiden sind auf jeden Fall auch richtig. Und auch Groß F2' von μ ist gleich 0 ist ebenfalls richtig. Aufgrund dessen, dass wir natürlich bei μ einen Wendepunkt haben, haben wir ja schon gesagt. Wenn das hier die Stammfunktion Groß F ja ist, muss natürlich die zweite Ableitung von dieser Stammfunktion 0 ergeben. Aufgrund dessen, dass wir hier einen Wendepunkt haben. Das heißt, auch diese Aussage ist richtig. Und daher bleibt nur diese eine übrig, weil das ist natürlich ein Schwachsinn. Da bräuchte jetzt der Groß F bei der Stelle μ sozusagen eine Extremstelle. Die haben wir nicht bei der Verteilungsfunktion, die wäre hier. Ja. Also, was richtig wäre, wenn ich jetzt hergehe, sage f' von μ ist gleich 0, das würde passen sozusagen. Aber Groß f' von μ, das geht natürlich hier nicht. Und damit können wir zur letzten Aufgabe gehen, nämlich die Lady Whistledown versucht hier statistisch zu erfassen die Alter der Damen, die auf einem Ball sind. Und hat aber blöderweise einen Wert irgendwie so schlecht aufgeschrieben, dass sie ihn nicht mehr lesen kann. Ja, das ist dieser Wert A hier. Und wir sollen jetzt diesen Wert A ermitteln. Im Prinzip nichts leichter als das. Wir brauchen eigentlich nur die Formel für die Standardabweichung genau betrachten. Die Formel von der Standardabweichung funktioniert so, dass man quasi den x-Wert hernimmt, minus arithmetisches Mittelrechner, in Klammer setzt das Ganze zum Quadrat und dann mal der Häufigkeit multipliziert. Und dann geht man halt her, nimmt den nächsten x-Wert, minus arithmetisches Mittel, in Klammer, zum Quadrat, mal dessen Häufigkeit und so weiter. Ja, so funktioniert die Standardabweichung. Das Ganze wird dann noch durch die Stichprobe dividiert, Wurzel daraus gezogen und dann hat man die Standardabweichung. Alles bestens. Und wenn ich jetzt aber nur die Häufigkeiten betrachte, also H1 plus H2, wir haben dann hier noch, unser A ist dann H3 sozusagen und das wäre H4. Also H3 plus H4, die vier Häufigkeiten. Wenn ich die zusammenrechne, muss genau die Stichprobe rauskommen. Ja? Wenn ich jetzt mehr Häufigkeiten habe, muss ich natürlich alle Häufigkeiten zusammenrechnen und dann ergibt es sich daraus dann die Stichprobe. Und somit wissen wir im Prinzip eigentlich, dass 9 plus 11 plus halt die unbekannte Zahl plus die 12, die ich noch hinten habe, in Summe 40 ergeben müssen, weil die 40, das ist unser n.
Das ist dann nur noch eine Kleinigkeit, dass ich das auf A auflöse, nämlich A ist in dem Fall dann 8. Also da geht es eher, bei dieser Aufgabe geht es eher darum, dass man verstanden hat, wie die Formel von der Standardabweichung sozusagen aufgebaut ist, damit man daraus dann eben den einen Wert A rauslesen kann, weil es einfach der Rest ist, der auf die Stichprobe sozusagen noch fehlt. Das soll es von der Warte jetzt aus gewesen sein. Wie gesagt, ich ärgere mich noch immer, dass das Pferd so schnell unterwegs ist. Sagen wir, das ist ein gedopptes Pferd. Ja? Also auf jeden Fall, es geht in erster Linie natürlich ums Verständnis. Ich werde das dann auf jeden Fall noch korrigieren bei Zeiten, aber dafür ist jetzt einfach gerade keine Zeit. Ja, ich hoffe, ihr habt auf jeden Fall ein bisschen was mitnehmen können, habt ein bisschen was lernen können daraus, hat jetzt trotzdem vielleicht auch ein bisschen Spaß und gesehen, dass Mathematik auch nicht unbedingt nur so ernst sein muss. Und ja, wünsche viel Erfolg für die Matura auf jeden Fall und wir sehen uns in einem anderen Video wieder.